anderes Video. Ja, ein Video in eigener Sache. Ich bin schockiert. Es ist jetzt ungefähr 22.40 Uhr und es ist abends meine Zeit, wo ich immer mal ein bisschen in Facebook rumstöber. Und es kam wieder so eine erschreckende Nachricht, dass Eltern ihr Kind einfach auf dem Rücksitz vergessen haben. Ein Kleinkind, 16 Monate, und das ist dann verstorben. Und ja, das schockiert mich irgendwie. Ich meine, ich bin selber vierfach Mama, wie ihr wisst, und ich verstehe es nicht. Und ja, ich würde da gerne mal drüber diskutieren und könnt ein paar Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Und ich finde, dass ich verstehe es nicht. Also das dagegen muss man irgendwas machen, finde ich. Also das geht doch nicht. Wie kann man sein Kind auf dem Rücksitz vergessen? Ich meine, es ist noch gar nicht lange her, da hatten wir die Hot Car Challenge. Und ich weiß nicht, wie viele von euch mitgemacht haben, aber in so einem Auto ist es schweineheiß. Es heizt sich auf. Man hat als Kind überhaupt keine Möglichkeit, dem zu entfliehen. Und es gibt trotzdem immer noch Eltern, die ihr Kind vergessen? Entschuldigung, was für eine Scheiße auf Deutsch gesagt ist denn das? Ich kann das nicht verstehen. Das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen sauer. Ja, ich wollte das einfach mal loswerden. Also ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Wie gesagt, keine Ahnung. Sagt mir mal eure Meinung. Und vor allen Dingen, es ist in der Schweiz passiert. Also nicht irgendwo weit, weit weg. Also es ist wirklich, ja, hier passiert sozusagen. Und nicht in irgendwelchen Ländern, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, ich bin echt etwas geschockt. Und ja, ich glaube, keiner wird das so richtig verstehen. Also, nehme ich an. Also ich jedenfalls nicht. Also ich könnte nie meine Kinder auf dem Rücksitz vergessen. Und ich appelliere an euch, auch wenn ihr an die Arbeit geht oder euer Kind eigentlich in den Kindergarten bringen wollt, wie es in dem Beitrag erwähnt wurde, weil der Vater des Kindes wollte das Kind eigentlich in den Kindergarten bringen, ist aber dann zur Arbeit gefahren und hat es vergessen. Irgendwann muss einem doch in den Kopf kommen, hey, da ist ja noch mein Kind auf dem Rücksitz. Also ich, bei allem Respekt, Entschuldigung, aber ich finde nicht, dass man das vergessen kann. Also ich kann das nicht glauben. Ich weiß nicht, ob es manche Eltern gibt, die jetzt die Lücke im System entdeckt haben. Hey, ich vergesse mein Kind auf dem Rücksitz und werde dann dafür nicht bestraft. Oder es wird dann nicht als Mord angesehen. Also ich bin da jetzt echt mal direkt, weil das kann so nicht angehen. Das ist abnormal. Tut mir leid. Also vielleicht ecke ich damit jetzt an mit meiner Meinung, aber solche Leute sind bei mir echt unten durch. Das ist das allerletzte. Und wie gesagt, ich wollte es einfach nochmal loswerden. Ich kann damit nicht vom Berg halten. Ich kann da nicht ruhig sein und weggucken. Das, meiner Meinung nach, auch, ich weiß nicht, diese Leute gehören für mich trotzdem irgendwie bestraft. Ich meine, auch wenn es so ist, dass der Vater das wirklich vergessen hat, dann ist er ja mehr oder minder noch schon genug gestraft. Aber es sind jetzt so viele, es waren so viele Fälle, wo Kinder einfach im Auto vergessen wurden. Und es häuft sich ja jetzt mittlerweile. Und ich bin mittlerweile in dem Glauben, dass ich einfach ein paar Eltern gedacht haben, okay, dann machen wir es genauso. Anscheinend werden sie ja nicht bestraft. Und da muss ich doch, weiß ich nicht, da muss ich doch irgendwas an der Gerechtigkeit hier auf der Welt ändern. Also ich bin jetzt kein Märtyrer oder sowas, aber hallo? Da muss ich irgendwas an dieser Gesetzeslage ändern, dass das härter bestraft wird oder sowas. Ich meine, nehmen wir es jetzt mal so an, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Aber
ich setze mich ja auch nicht in ein Auto und fahre und habe aber vergessen, den Führerschein zu machen. Ich meine, da werde ich ja trotzdem bestraft. Oder, keine Ahnung. Ich meine, nicht wissen oder vergessen, das schützt ja vor Strafe nicht. Das ist ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Wie gesagt, das war jetzt nur mal so ein kleines Video in eigener Sache und demnächst kommt vielleicht noch was anderes von mir, aber ich musste das jetzt nochmal schnell loswerden, weil sonst wäre ich geplatzt. Ich musste das jetzt mit jemandem teilen. Alles klar. Gut. Macht doch selber ein Video dazu, sagt doch eure Meinung mal dazu. Und vielleicht können wir dann ein bisschen was zusammentragen und wer weiß, vielleicht bringt es ja irgendwas oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls hat man dann seinen Gedanken mal Luft gemacht und man hat das gesagt und ja, vielleicht bringt es ja was. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.